Ja, hallo zurück, meine liebe YouTube-Freunde, zu diesem neuen Video. Heute sind wir hier bei Kreuz Modellbahn und schauen uns dieses Funk-Autosystem hier an. Wir sprechen ja schon mit dem Entwickler. Wie ist Ihr Name? Reinhard Fehlinghauer aus Österreich. Und Sie haben das ganze System hier entwickelt? Ja, genau. Okay, können Sie uns ein bisschen was erzählen? Was ist das? Was macht das? Warum ist das so geil? Ja, also es ist ein komplett funkgesteuertes Car-System. Wir wollten weg von der Infrarotsteuerung der Fahrzeuge, weil das teilweise einfach nicht zuverlässig genug ist. Darum setzt das hier auf 2,4 GHz Funkkommunikation. Wir haben hier eine eigens entwickelte Funkzentrale, die das DCC-Signal einer beliebigen Lokzentrale entgegennimmt, die Pakete filtert und an die Autos weiterleitet. Das heißt, ich könnte jetzt mit meiner Lenzzentrale oder was auch immer hier diese Autos als digitale Adresse ansteuern? Ganz richtig, ja. Also die Zentrale ist grundsätzlich egal. Wichtig ist nur das DCC-Signal, das dann von unserer Zentrale entgegengenommen wird. Okay, und wie ist das? Ich habe dann für jedes Auto eine eigene Lokadresse oder kriegt der Sender, also diese Zentrale, nur eine Lokadresse? Nein, also jedes Auto besitzt eine eigene Adresse, die ich dann wie eine Lok ansprechen kann. Das heißt, das Ganze kann in jedes bestehende System eingebunden werden, da einfach das Schienensignal ausgelesen wird und die Autos dann über die Lokadressen gesteuert werden können. Kann ich auch Funktionsausgänge mit den Autos nutzen? Ja, also wir haben hier 16 LED-Ausgänge. Auf jedem Decoder sind Konstantstromausgänge, das heißt, es entfallen die Vorwiderstände bei den LEDs. Zusätzlich gibt es einen Motortreiber mit 28 Fahrstufen. Eine Besonderheit ist, dass wir nicht nur 28 Fahrstufen nach vorne, sondern auch in die entgegengesetzte Richtung haben. Die Umpolung erfolgt hier aber rein elektrisch, das heißt, wir brauchen kein Relais im Auto oder dergleichen, sondern es ist alles im Decoder verbaut. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Hat das Auto jetzt auch so Blinker oder sowas, dass wir das kurz filmen könnten? Das Auto aktuell nicht, aber wir könnten probieren, die Einstellung hier gleich in unserer Konfigurationssoftware durchzuführen. Also grundsätzlich ist es so, dass der Anwender ungebunden ist, welche LED er an welchen Ausgang anlötet. Das alles passiert dann in der Software. Ich habe hier eine Abbildung vom Decoder, kann dann in einen LED-Testmodus wechseln, erstmal alle LEDs einschalten, um zu überprüfen, ob die funktionieren. Jetzt muss ich zuerst mal den Ausgang suchen, mit dem der Blinker verbunden ist, das wäre jetzt zum Beispiel rechts hinten, ich glaube, das reicht für Vorführungszwecke. Ich kann den jetzt umbenennen in Blinker, rechts hinten. So, speichere das ab und habe jetzt diesem Ausgang diesen Namen zugewiesen. Jetzt kann ich in die Funktionskonfiguration gehen. Hier kann ich pro Funktionstaste bis zu 10 LEDs zuweisen. Ich brauche jetzt aktuell nur eine. Und konfiguriere die jetzt als Blinker mit 2 Hertz. Ich kann dann hier noch die Helligkeit einstellen, also jede LED ist in 250 Stufen dimmbar. Wie gesagt, ohne Vorwiderstand, alles direkt angelötet. Ich kann das dann speichern. Es wird automatisch auf den Decoder übertragen, drahtlos natürlich. Wenn ich jetzt die Funktionstaste hier noch auf den manuellen Modus umschalte, kann ich hier die Funktionstaste betätigen und die LED blinkt. Also Sie haben sozusagen jetzt in der Software die Einstellung vorgenommen und das hat direkt das System auf den Decoder überschrieben. Genau, also die Übertragung funktioniert so schnell, dass der Anwender im Grunde gar nichts mitbekommt und die Einstellung sofort am Decoder gespeichert ist. Das geht alles über diese Software, dieses Kreuz-Car-System-Software, nicht über irgendwelche CV-Variablen, wo eh keiner durchblickt. Ganz genau, also das war ein Anliegen von uns, dass das so einfach wie möglich ist. Viele Leute spielen dann einfach gern herum. Es ist mehr oder weniger selbsterklärend, wenn ich das so behaupten darf. Und die Möglichkeiten sind einfach relativ vielfältig, weil mit den 10 LEDs pro Funktionstaste und den verschiedenen Abläufen sich einfach auch Blaulichter oder Lauflichter umsetzen lassen. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Diese Software läuft auch unter Linux oder Mac oder nur unter Windows bisher? Aktuell wird nur Windows unterstützt. Linux habe ich heute schon einige Anfragen bekommen, wird also in Zukunft auch im Fokus sein und Mac werden wir sehen. Okay, das ist natürlich ziemlich cool. Jetzt so eine, ich sag mal, eine Art App oder sowas, dass man darüber steuern könnte, gibt es auch noch nicht oder so? Nein, das wäre aber dann in Verbindung mit dem PC-Programm natürlich ohne weiteres möglich. Die direkte Steuerung der Fahrzeuge mit einem Handy oder Smartphone ist nicht möglich, da das ein eigens angepasstes Funkprotokoll ist. Nur die Frequenz ist gleich, aber das Protokoll hat nichts mit WLAN oder so zu tun. Und wie kriegt jetzt Ihre Software die Verbindung zu der DCC-Zentrale her? Haben Sie da an Ihrer Zentrale, also an Ihrer Car-System-Zentrale, einen Eingang für USB oder wie ist das? Ja genau, wir haben einen Mini-USB-Eingang, der einerseits zur Spannungs- und Stromversorgung dient und andererseits eben für die Kommunikation mit dem PC. Es gibt dann zwei separate DCC-Eingänge, das heißt Anwender, die Weichen und Loks mit zwei unterschiedlichen Zentralen steuern, können das trotzdem hier beide anschließen und somit ja wieder die Steuerungsmöglichkeiten voll ausnutzen. Sie sagten ja, das ist ein Funksystem. Gibt es da irgendeine Reichweitenbeschränkung oder? Ja, also wir haben hier einen Funkradius
von etwa 10 bis 15 Metern rund um die Zentrale. Das heißt, auch größere Anlagen sind da im Grunde abgedeckt und es muss keine Sichtverbindung bestehen. Also solange wie bei WLAN, es geht durch Wände, es geht auch durch Aufbauten auf der Anlage, das ist alles kein Problem. Gut, so viel heute von dem K-System von der Firma Kreuz aus Österreich. Und ja, vielen Dank für Ihr Interview. Sehr gerne.